Kommt heute der große Knall durch die Fed? Es gibt so ein paar Hinweise, die darauf hindeuten, dass wir heute eine größere Bewegung an den Märkten sehen könnten, vielleicht dürften. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Aber bevor wir uns der Fed widmen und diesen möglichen größeren Kursbewegungen, wollen wir mal so ein bisschen chronologisch durch den heutigen Tag gehen. Zunächst mal, was da alles so gewesen ist. Wir starten mit den Zahlen von Apple, die ja gestern die Märkte so ein bisschen euphorisiert haben. Und wir sehen hier einen Chart der Apple-Aktie und eine Anmerkung von Mike Santoli, CNBC-Moderator, der darauf hinweist, dass das, was Apple in 2019, also in diesem Jahr, verdienen wird, in etwa so viel ist wie damals im Jahr 2015. Nur 2015 stand die Aktie bei ungefähr $100. Heute ist sie über $200. Heute auch wieder die 1 Billion Dollar Marktkapitalisierungsgrenze erreicht. Und wenn wir uns das mal anschauen, wir dürfen vielleicht 2019 so einen Ticken über dem Jahr 2015 liegen mit $258 Milliarden Revenue, also Umsatz. Net Income ist aber relativ gleich, also praktisch der Profit mit knappe $54 Milliarden. Wir haben Earnings per Share jetzt bei $11,51. Im Jahr 2015 waren es nur $9,22. Und warum ist das so? Weil wir schlichtweg viel weniger Aktien draußen haben. Das ist genau der Punkt. Heute gibt es noch 4,6 Milliarden Apple-Aktien. Damals im Jahr 2015 gab es 5,8 Milliarden Apple-Aktien. Also schlichtweg 1,2 Milliarden weniger. Und das liegt einfach daran, dass diese 1,2 Milliarden von Apple selber aufgekauft wurden. Das sorgt dafür, dass dieser Earnings per Share, der Gewinn pro Aktie, steigt. Und das ist ein typisches Muster, das wir zuletzt so oft gesehen hatten. Dann haben wir heute die Thematik Handelskrieg gehabt. Und da ist es so gewesen, dass die US-Delegation schon vorzeitig abgereist ist, beziehungsweise man ist schneller zum Ende gekommen in den Gesprächen, als eigentlich projiziert war. Dann hat China eine Mitteilung herausgegeben, ja, waren konstruktive, effektive Gespräche. Die USA haben angeboten, Sonderkonditionen zu geben für den Kauf von US-Landwirtschaftsprodukten durch China. Diese Sonderkonditionen findet man in diesem Statement hier, nämlich dem Statement der Amerikaner zu diesen Gesprächen, vergeblich. Da ist von Sonderkonditionen nicht die Rede, sondern nur, dass die Chinesen eben Landwirtschaftsprodukte von den USA kaufen wollen. Da sagt man, die Meetings were constructive, die waren also konstruktiv, naja. Und we expect negotiations on an enforceable trade deal to continue in Washington in early September. Man erwartet also nur, dass die Gespräche Anfang September dann weitergehen. Normalerweise hat man früher immer gesagt, ja, die Gespräche werden weitergehen, dann und dann. Jetzt sagt man, we expect, wir erwarten also nur. Das ist so ein bisschen verdächtig nach meiner Auffassung. Jedenfalls deutet das nicht darauf hin, dass wir schnell eine Lösung kriegen. Das war eh klar, aber es wird jetzt, wenn überhaupt, erst dann im September wieder neue Gespräche geben. Also in über einem Monat, das ist schon starker Tobak. Damit zieht sich das Ganze weiterhin wie Kaugummi. Das wird also die Märkte noch länger beschäftigen. Insgesamt ist es ja so, dass es eben hier nicht nur um Handel geht, sondern es geht eben um militärische Fragen, um politische Fragen. Taiwan, Hongkong. All das spielt hier eine große Rolle, Geostrategie etc. etc. Sie kennen das von meinen Aussagen in der Vergangenheit. Schauen wir uns jetzt mal an, wie die Dinge hier gelagert sind in Sachen Daten heute. Wir hatten den Chicago PMI, den Einkaufsmanager-Index Chicago, der mit 44,4 massiv gefallen ist. Ein drastischer Abverkauf, oder nicht Abverkauf, aber ein drastischer Fall des Einkaufsmanager-Index, und es gab nur einmal, nämlich im Jahr 2015, Niveaus, die der Chicago Einkaufsmanager-Index erreicht hat, die dann nicht zu einer Rezession führten, nämlich einmal 2015, aber sonst, als wir solche Niveaus hier erreicht hatten, gab es immer im Gefolge dann eine Rezession. Muss die Fed jetzt also reagieren? Muss sie dann etwas stärker die Zinsen senken, wie ja manche spekulieren? Die Wahrscheinlichkeit liegt so bei 18%, die von den Fed Fund Futures eingepreist werden, dass wir eine große Zinssenkung von 0,5 sehen, Wahrscheinlichkeit mit 0, dass wir gar keine Zinssenkung sehen, aber die Märkte erwarten eben, dass dann ein Ding nach dem anderen kommt, im September es weitergeht, und auch die Wahrscheinlichkeit für Dezember wird von den Märkten mit fast 60% gesehen, also Zinssenkungszyklus ist das, was die Märkte annehmen, und ob die Fed eben das bringen wird, liefern wird, das wird darüber entscheiden, wie auch die Charts sich weiterentwickeln, und die wollen wir uns mal anschauen. Hier sehen wir oben den Dow Jones, den S&P 500, den Nasdaq, alle praktisch auf Allzeithoch.
alle in einem Aufwärtstrend, der jetzt hier aber oben an der Trendlinie angekommen. Schauen wir uns dagegen andere Indizes in den USA an, nämlich den Russell 2000, der ist noch in einem Abwärtstrend. Der Dow Jones Transports ist in einem Abwärtstrend und der S&P Midcaps, also die mittelgroßen Werte, sind ebenfalls in einem Abwärtstrend. Also entweder ist es jetzt so, dass diese Allzeithochs hier weiter nach oben gepusht werden, neue Allzeithochs erreicht werden bei diesen drei Hauptindizes oder bei diesen, ich sage mal, Unterindizes wird hier dann auch die Trendlinie nach oben durchbrochen, die Abwärtstrendlinie. Oder das sind Frühindikatoren, das sind diejenigen, die Divergenz schon anzeigen, die faktische. Der Fall ist, dass wir uns hier stark verkeilen, sieht man auch in diesem Chart von Northman Trader, wo wir jetzt sozusagen einen neuen Keil hier gebildet haben und sowohl zeitlich als auch vom Preisniveau jetzt an interessante Niveaus kommen, die normalerweise dann eine heftigere Reaktion nach sich ziehen. Wenn wir uns mal anschauen, wie die Märkte positioniert sind, dann sehen wir hier den NAM Exposure Index. Das ist ein Index, der misst, wie stark Asset Manager, also Vermögensverwalter, derzeit investiert sind in Aktien. Und hier sehen wir, da sind wir auf einem Niveau, das wir zuletzt ja im September 2018 erreicht hatten. Und erinnern wir uns, im September 2018, da war doch was, da ging dann plötzlich mal was nach unten, eben weil alle drin waren. Muss diesmal nicht so sein, vielleicht haben die recht, vielleicht werden die dann sich die Hände reiben nach der Fed, je nachdem, was da kommt. Aber man wird eben sehen, wie es ausgeht. Ich möchte Ihnen noch einen Twitter-Kanal ans Herz legen, nämlich den von Jerome Powell. Nein, das ist nicht der echte Jerome Powell offenkundig, das ist Jay Powells Diary, also praktisch Jerome Powells Tagebuch, das hier immer wieder ironisch die Lage der Fed kommentiert und hier zum Beispiel sagt, mein Boss versucht mich zu feuern, wenn ich nicht die Zinsen senke, vielleicht sollte ich einfach die Zinsen stark anheben, dann würde mein Boss gefeuert. Das ist natürlich vielleicht gar keine schlechte Idee. Hier sagt er dann vor 2 Stunden, I'm afraid, ich habe Angst. Heute ist mein großer Tag, werde ich ein Held oder eine Null sein und solange der S&P 500 über der Marke von 3000 schließt, ist mein Job sicher. Also schauen Sie da mal rein, @JPowellsDiary ist etwas, was mich regelmäßig stark amüsiert. Schauen wir uns die Charts an, gucken uns an, was da so der Fall ist. Ups, das wollte ich nicht, sondern das hier. Was wir hier sehen, ist im Grunde eine intakte Seitwärtsbewegung hier anhand des Nasdaq 100, die wir schon seit einiger Zeit haben. Die Märkte warten eben jetzt auf die Fed, seit Tagen im Grunde auf die Fed und lassen sich dann auch durch Zahlen von Apple nicht komplett aus dem Konzept bringen, nicht wirklich sich zu weit aus dem Fenster lehnen. Die Positionierung, die Long-Positionierung ist vorher schon passiert, eben nicht in den letzten Tagen. Schauen wir uns da den S&P 500 an, wenn er denn kommt. Jetzt mag er gerade nicht. Ich probiere mal andere. Ja, da kommt was plötzlich. Da schauen wir mal hier. Das ist der Dow Jones, der heute ein bisschen schwächer ist als der Nasdaq. Gestern war er stärker. Also wir sehen, dass hier sozusagen man nicht sich zu weit aus dem Fenster lehnen will. Das ist der S&P 500. Wir sehen hier diesen Abverkauf in Anführungszeichen. Dann die eher, naja, zögerliche Erholung, die etwas wackelige Erholung aktuell, 3015 Punkte. Was macht der DAX aus der Geschichte, nachdem er gestern ja doch etwas stärker auf die Mütze bekommen hat, hier diese leichten Erholungstendenzen, aber jetzt wieder ein kleines rotes Kerzchen, alles wartet eben auf die US-Notenbank. Oh, das ist ein interessanter Chart, den versuche ich mal neu zu laden, da ist er, das ist der Euro-Dollar, der jetzt auch ein bisschen Schwäche zeigt, wieder nach kurzfristiger Erholung 1.1131, wir sehen den Goldpreis, jetzt auch ein bisschen runterkommend, 1.427 und das amerikanische Crude Oil, das zunächst mal euphorisiert war, zumindest die Long-Positionierten im Crude Oil, weil die Lagerbestände deutlich stärker gefallen sind als erwartet. Dementsprechend ging es zunächst nach oben, aber das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen passé, aber insgesamt Öl in letzter Zeit doch deutlich gestiegen. Was wird also passieren? Normalerweise müsste die Fed die Zinsen um 0,25% senken. Würde sie 0,5% senken, würde sie schon mehr ihres Pulvers verschießen. Einerseits und andererseits eben vielleicht auch die Frage aufwerfen, ja, warum machen die so einen drastischen Schritt? Wissen die mehr als wir? Sehen die da einen Abgrund voraus, weswegen man so radikal agiert? Wenn man gar nichts macht, würde es auch einen Abverkauf geben. Also der Mittelweg scheint das Beste zu sein und das, was die Fed wahrscheinlich tun wird. Aber wie hat Alexander Kluge einst gesagt, in Not bringt der Mittelweg den Tod. Vielleicht ist es auch so diesmal bei der Fed. Wir werden sehen. Jedenfalls um 20 Uhr werden wir
Die FED-Entscheidung kommunizieren bei Finanzmarktwelt.de, dann auch das FED-Statement zeigen. Interessant wird sein, ob zum Beispiel Eric Rosengren, der Boston-FED-Chef, hier gegen eine Zinssenkung stimmt, also ein Dissenter ist, wie es dann immer heißt. Und wir werden dann 20:30 Uhr die Pressekonferenz von Jerome Powell live darstellen bei Finanzmarktwelt. Seien Sie dabei, das ist so spannend wie schon lange nicht mehr. Die Märkte haben lange jetzt darauf hingearbeitet, lange eingepreist diese Erwartung an die Fed. Mal sehen, ob die erfüllt wird. Jetzt wünsche ich einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.